Grüße aus Nordhessen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und ja, wir wissen alle, dass GTA 6 kommt. Und ich weiß, dass meine Elgato Keylight nicht geht, weil ich irgendwie das Netzteil ist kaputt. Und jetzt habe ich keine richtige Beleuchtung für meine Webcam, aber das ist egal. Naja, Logitech 10922, ja, die wird irgendwie so richtig belichten, aber es geht. Aber einen schönen Rahmen um die Webcam. Ja, Grüße nochmal aus Nordhessen. Ich wollte einfach mal auch diesen Trailer mal einfach mal hier mit euch hier so begutachten. Und ihr wisst ja, ich spiele schon sehr lange GTA und seit 2008 habe ich angefangen, GTA zu spielen, GTA San Andreas, Multiplayer. Ja, das ist schon so lange her und seit 2008 bis 2022 jetzt halt GTA, jetzt gerade so ein bisschen Pause, aber ihr wisst ja, Kneipen-Harry und so weiter, Yellowjack, Tiki-Dalala jetzt zum Schluss, Irish Pub, also es ist, RP ist halt RP und wenn man halt einfach, man spielt es und man kommt ja doch nicht irgendwie weg, oder? Und jetzt kommt der Trailer. GTA 6 Trailer. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch eine dicke Höllenmaschine. Weil die Grafik wird geil. Und ich glaube, 2025 steht ja da im Trailer zum Schluss. Coming soon. Ich schätze mal erstmal Konsole. Wahrscheinlich eine PS5 Pro braucht man dafür oder so. Werden wir sehen, aber PC-Version kommt meistens immer später. Darum, wir werden jetzt euch mal, wir genießen jetzt mal den Trailer, oder? Ja klar, oder? Ja, komm, wir gucken mal, komm. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Oh, ja, okay, vielleicht macht's so, komm. Oh, baby. She said she cared about me. She tried to make my world. Also, das ist schon mal, ne? Oh. Ah, ja, schön, schön. Aber ich sag mal, Vice City, man kennt's ja. Es gab ja schon mal eine GTA-Version Vice City, ne? Und ja, gut, ist schon ein paar. Also, es spielt dann wieder Miami. Geil, Mann. Schön hier. Ja, guck mal, allein hier. Oh, auf kleine Inseln wahrscheinlich schön, ne? Vice City. Und viel von Alligator. Und ja, genau. Alligator. Okay. Geil, Mann, geil. Also, das. Also, Leute, was sagt der zu Grafik? Ist das doch richtig krass. Fett geil, oder? Is by sticking together, being a team. Ja, wie man halt so sieht. Trust? Wie man so sieht. Trust. Ja, das sind die Hauptcharaktere, ne? Die beiden, ne? Oh, GTA 6, Alter. Ist schon genital. Genial, meine ich. Coming, ja. 2025. Also ist schon. Aber alleine, wenn ich mir überlege, da ist halt die Frage auch, hier werde ich wahrscheinlich, ich schätze mal, dass man auf jeden Fall hier so ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen Jäger spielen kann oder so. Ne? Und mal auf die Jagd gehen ein bisschen, weißt du so, vielleicht. Und aber das hier halt schön in die Hut oder so rein, ne? Ja, also ich weiß schon, ich kann mich schon lange nicht mehr erinnern, lange her, ey. Vice City, GTA, war das nicht GTA 3? Vice City, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist schon. Ja, Unicorn auch, oder was? Ja, ich finde das halt krass, weil, gut, DJ ist klar. Und das ist halt fett, ne? Da sieht man mal, wie weit man da rausfahren kann, noch auf andere kleinen Inselgruppen. Finde ich fett geil. Also ich weiß halt nicht, was da abgeht, ne? Ja, immer schön pausen, ne?
Ja, und dann halt Social Media, ne? Man sieht's ja, ne? Einmal hier und hier und okay. Ist immer diese Posen hier, ha? Ja, der ist doch geil, der Typ, oder? Geil, Mann. Der Typ ist geil, oder? Oh, ja. Immer schön, schön, ne? Oh, schön den Gartenschlauch in der Hand, ne? Du hast einen Hammer, ne? Geil, Mann. Ja, das wird schon cool, Mann. Oh, schön. Und allein Vitalius, ne? Man kennt noch San Andreas Multiplayer. Man kennt auch Sanius, hießen die ja früher. Hier, Vitalius gibt es schon seit GTA 5 Zeiten. Also ich schätze mal, alle Autos und so wird es in GTA 5, was 5 hat, wird auch ein 6 geben. Pisswasser habe ich auch gesehen für $14.99. Und ist das Kellron? Nee, das sah so aus. Könnte sein neuer Charakter sein hier auf Sektor. Das ist hier gar nicht wieder. Also Staatsfeind Nummer 1 in Los Santos, aber jetzt natürlich in Miami. Vice City. Also das finde ich halt richtig geil. Ich schätze mal, beim Singleplayer kann ich natürlich, ich schätze mal, im Singleplayer kommt noch was an, welche Mission du machst, welche Mission, welche Story und so. Kommt das automatisch irgendwie, wenn du da irgendwie irgendeine Story machst, dass du dann halt ja schön gleich bei Vitalius in den Schlagzeilen bist, weiß ich mal nicht. Aber wie gesagt, das ist ja der erste Trailer, ne? Ja, hier. Ah, Pisswasser, $14.99. Ja, aber Harris Judith, es gibt nur immer nur ein Bier. Harris Judith und kein Pisswasser. Aber Pisswasser kennt man ja, ne? Gibt's ja schon seit Jahrzehnten. Oh, Massaka mag ich. Ja, ein bisschen. Jetzt ein bisschen Hot Shotted Mod. Nee, wer kennt den Chat? Ich stream ja gar nicht. Ist ja hier ein Video, weil ich nur aufnehme für YouTube und kein Livestream. Ja, schreibt mal in die Kommentare. Wer spielt denn schon sehr, sehr lange GTA und wer kennt noch den Hot Chocolate Mod? Schreibt mal in die Kommentare auf YouTube. So, also das ist schon mal geil. Schöne Diegel in der Hand. Ja, Leute, ich bin gespannt. Der Nordhesse, ne, ist gespannt. Und ich glaube, alle, die überhaupt GTA spielen, sind so gehypt auf GTA 6. Also ich auch. Und ihr auch. Und ja, einen schönen Abend euch allen noch. Bis dahin. Grüß die Hühner.